kurzurlaub.de. 2 bis 5 Tage frei. Christian von Artionik, der FC Hansa Rostock hat ja schon viele Meisterwerke dir und deiner Frau zu verdanken. Jetzt gab es was Schönes fürs Ostseestadion. Erzähl mal ganz genau, was ist die Geschichte hinter diesem wunderbaren Bild hier? Ja, wir hatten vor ein paar Monaten mal die Gelegenheit, oben in den VIP-Bereich zu kommen. Und da haben wir uns überlegt, was können wir machen, wie können wir uns einbringen wieder für Hansa, dass Hansa auch das Image, positives Image kriegt. Und dann haben wir überlegt, ja, was können wir machen? Wieder irgendein Bildchen malen. Trafostationen haben wir ja nun schon ein paar hundert gemacht, wo die Kogge mit drin ist oder auch das Fanhaus oder auch andere Sachen. Und jetzt haben wir halt mal gedacht, wir spendieren Hansa mal eine schöne große Leinwand. Und über den Winter haben wir ja immer ein bisschen Zeit und dann haben wir das hier ausgemessen, ganz heimlich in Absprache, das wusste keiner, und haben dafür eine schöne große Leinwand von unserem Tischler bauen lassen. Und ja, haben uns ein schönes Motiv dafür einfallen lassen zum 60. Stadiongeburtstag. Du sagst über den Winter, wie lange braucht man denn, um so eine Leinwand fertigzustellen? Und hast du das ganz alleine gemacht? Nein, wir arbeiten immer im Team. Also Binja ist die Malerin im größten Teil. Ich mache nur den groben Teil, Binja macht den feinen Teil. Und die Skizze allein hat 2-3 Wochen gedauert, bis wir die so weit gebastelt hatten und Fotomaterial dafür besorgt hatten. Denn die Leinwand zeigt ja schon die alte Geschichte des Ostseestadions. Und da ist es ja mal gar nicht so einfach, an vernünftiges Material zu kommen. Genau, das wäre meine Frage gewesen. Der Plan war da, wir machen was Schönes für den FC Hansa Rostock. Wie läuft denn so eine Ideenfindung ab? Also welches Motiv man letztendlich wählt? Also wir haben immer viele Ideen. Also die Ideen sind gar nicht das Problem. Das Problem ist immer, die Zeit dafür zu finden, das alles so umzusetzen, wie wir das gerne haben wollen. Und gerade diese Leinwand ist sehr, sehr schwer geworden, weil da ganz, ganz viele Schichten übereinander sind, die dann nachher diese Plastizität und diese Leuchtkraft entstehen lassen. Wir hatten eine Grafik dafür, an der wir uns orientiert haben, die wir uns am Computer zusammengebastelt hatten. Aber nachher das Malen ist dann doch nochmal eine aufwendige Sache. Also allein hier haben wir jetzt gute 3 Wochen dran gesessen, bis das dann wirklich fertig war, also gestaltet, fertig auf der Leinwand gestaltet war. Dann gucken wir uns das mal ein bisschen genauer an. Was ist denn jetzt hier konkret zu sehen? Ja, also im ganz großen Hintergrund ist das alte Ostseestadion rund zu sehen mit den Flutlichtmasten. Das Marathontor war uns auch ganz wichtig. Und dann eben aber auch so, nicht, dass man nur die grobe Silhouette sieht, sondern auch eben wirklich die Steine und das alte Tor mit dem Wappen und sowas alles. Dann eine Aufbauszene, sicherlich keine Originalfiguren oder sowas, aber eben so als Sinnbild mit Hacke und Schaufel aufgebaut, mit Handkraft ist das aufgebaut worden. Die alte Anzeigetafel, hier das alte Empor-Logo, die MacPom-Fahne und hier nochmal die Hansa-Fahne. Und dann eben aber auch als 60 Jahre auch ein Bild von dem neuen Stadion mit vollen Zuschauerrängen. Jeder Besucher hier des Ostseestadions hätte jetzt das große Glück, das bestaunen zu können. Aber manch einer hätte sowas ja vielleicht gerne für zu Hause. Gibt's auch, ne? Ja, der Marketingmensch von Hansa ist auf die Idee gekommen, dass wir, die eigentliche Idee war, dass wir die Leinwand sponsern und es dann versteigert wird. Aber er meinte, es würde sich wirklich gut an dieser Stelle machen und er würde davon Drucke machen. Und das hat er jetzt auch gemacht. Richtig schön, richtig, richtig voll Farbdruck, auch mit den weichen Übergängen, genauso wie wir es gesprüht haben. Hat er drucken lassen und dann gibt es das nachher im Fanshop, ich glaube auch jetzt sogar schon, mit einem feinen Alurahmen in 2 verschiedenen Größen, soweit ich weiß. Also und wirklich zu einem fairen Kurs. Wir kriegen da nichts für, aber Hansa kriegt das Geld und das ist uns wirklich wichtig. Also, ne? Okay, dann sage ich schon mal im Namen des gesamten FC Hansa Rostock doppelten Dank für dieses wirklich wunderschöne Bild. Und ich weiß, Künstler reden immer nicht so gerne über ihre Pläne, aber ist denn irgendetwas schon wieder in Arbeit, auf das wir uns freuen können und wo du vielleicht ein bisschen was verraten kannst? Ja, wir haben schon neue Projekte und Pläne, aber das ist wirklich immer schwierig, darüber zu reden, weil wir nicht über ungelegte Eier reden wollen. Aber es gibt noch 2 Trafohäuschen rund ums Ostseestadion, die kommen dieses Jahr auf jeden Fall auch noch. Aber wir haben schon noch andere Ideen, wie wir uns ein bisschen sinnvoll einbringen können. Also. Okay, wir halten die Augen offen. Wie gesagt, vielen, vielen Dank für dieses tolle Geschenk.